Ja, einen wunderschönen guten Morgen, sage ich jetzt mal so, weil wir haben gerade Morgen. Ja, heute ist es soweit, geht zum Sebastian und ja, der kommt mich gleich abholen. Ich bin nämlich heute autolos, meine Frau ist unterwegs und ja, hat mich gestern ganz schön auf die Schippe genommen, der kleine Drecksack. ja, wir werden mal sehen, was so alles passiert ist und wie es bei ihm ausschaut. Und ja, ich würde sagen, gleich im Auto fangen wir dann auch schon mal an zu diskutieren. Und dann gucken wir mal, was Phase ist bei ihm. Hat lang genug gedauert, dass ich euch ihn vorenthalten habe. Also, in diesem Sinne, gleich geht's weiter. Ja, jetzt stehe ich hier draußen und warte auf den Sebastian. Und ja, ist wirklich richtiges, bescheidenes Wetter. Also genau das ideale Wetter, um mal zu gucken, was der so angestellt hat. Was alles passiert ist, was der neue Abschäumer macht und. Ja, wie gesagt, bescheidenes Wetter, ihr seht's. Und ja, was soll ich sagen? Langsam aber sicher dürft ihr hier aber endlich mal aufschlagen. Ey, Mann, er hat so ein schnelles Auto und ist immer noch nicht hier. So, er ist endlich da. Wenn ihr seht. So, dann packen wir mal. Ja? So, jetzt bin ich wieder da. Auf geht's. Taxi. Da ist er. Die Tür nicht zu. Und. Servus. So schnell das Auto und so lange gebraucht. Ja? Du weißt, wo wir wohnen, ja? Ja, ja. Genau das. Und rein in die Kiste. Oh, hat Nina hier vorne gesessen? Ja. Sicher. Hat sie. So, anscheinend müssen wir uns auch noch tiefer gelegt. Hat nicht mal Platz hier. Ja, was soll ich sagen? Alles in allem. Wie schaut's aus bei dir? Ja, gut. Ich kann mich nicht beklagen. Das Becken steht. Becken steht. Was macht die Akustik? Weil ja, wir haben tatsächlich, glaube ich, sind wir jetzt gerade an dem Punkt, wo wir hin wollten. Echt? Ja. Und zwar können wir uns ja gleich schon mal angucken in dem wieder Hochsetzen von dem Wasserstand. Mhm. Ich muss dazu sagen, wir hatten ein kleines Akustikproblem mit dem Abschirmer. Haben einen neuen Motor bekommen, also sprich ja komplett neue Pumpe. Und sind jetzt gerade am Experimentieren, haben den Abschirmer etwas höher gesetzt, weil der hat sich wirklich laut angehört. Eine Option haben wir noch, die wollen wir aber jetzt im Moment noch nicht ausnutzen. Ich glaube, es ist auch klar, gar nicht notwendig, weil wenn das Ding natürlich noch leiser geht, okay, aber es ist jetzt auf jeden Fall der Bereich, wo wir hin wollten, auf jeden Fall. Ist schon mal gut. Wir hören abends, hören wir es auf jeden Fall nicht mehr so wie den alten Abschäumer, weshalb natürlich der große Wunsch nach einem neuen da war. Mhm. Aber ich denke, ich weiß gar nicht, ob wir dazu auf die Kamera drauf bekommen. So. Da musst du nicht die ganze Zeit die Hand halten. Richtig. Armaturenbrett ist ja groß genug. Funktioniert auch, genau. Ja. Nee, aber wie gesagt, mit dem Abschäumer sollten wir eigentlich jetzt durch sein. Also sollte jetzt so passen. Ja, wäre natürlich schön, wenn wir den natürlich jetzt noch von dem Podest runterbekommen. Ja, okay. Wir sind jetzt hingegangen, haben den etwas höher gesetzt. Da ist er dann leiser geworden. Und da das ein neuer Motor war, sind wir halt hingegangen und haben gesagt, okay, der braucht jetzt erstmal seine Zeit. Wir lassen den jetzt mal einlaufen. Und versuchen jetzt so sukzessive nach und nach dann halt den Wasserstand höher zu setzen. Und wenn wir dann dieses Podest, wo wir den draufgestellt haben, plus den Wasserstand, den wir hinten runtergesetzt haben, dann erreicht haben, dann kommt der Podest weg, dann geht der Wasserstand wieder runter und dann so nach und nach wieder hocharbeiten. Das ist so eine Sache, die bei einem normalen Abschäumer, bei einem AC-gesteuerten, also sprich nicht geregelten Gerät, ja, im Prinzip. Aber sonst, der macht seinen Job gut. Ich habe den jetzt immer noch auf der, also ich habe ihn jetzt bei der Luftdurchlässigkeit immer noch auf der geringsten Stärke. Okay, der ist ja auch sehr viel größer. Ne? Also der ist ja für Becken ab 500 Liter, glaube ich, geeignet. 500 bis 700 Liter waren es, glaube ich. Ja. Oder so einen Dreh müsste ich jetzt gleich nochmal nachschauen, einblenden. Ich muss jetzt aber auch mal noch dazu sagen, die Goneopora, die hat sich die letzten zwei Wochen so ein bisschen, die war sehr zickig. Und wo wir dann darüber gesprochen haben, dass wenn die Luftzufuhr
höher ist, holt er natürlich von den Nährstoffen einfach auch viel mehr raus. Richtig. Und seitdem wir die jetzt runtergedreht haben, kommt die wieder ein bisschen mehr. Heißt also... Es kann gut sein, kann man sich jetzt natürlich so einbilden oder so einreden, wie man möchte. Aber die kommt jetzt mal wieder so ein bisschen aus sich raus. Ja. Also ein guter Indikator im Endeffekt dafür, ist er richtig eingestellt oder nicht, holt er zu viel raus oder nicht, weil er ist ja ein Stück größer. Haben wir ja in weiser Voraussicht, dass irgendwann vielleicht mal eine Vergrößerung kommt. Ja, das kommt auf jeden Fall. Okay. Er ist definitiv angefixt. Also es geht ja weiter. Ich habe mir da ja auch schon so alles zurechtgelegt und geplant. Ich habe zwar noch nicht ganz so gemessen, weil noch nicht zu 100% klar wäre, wenn dann das neue Aquarium. Mhm. Aber Hersteller und Grundprinzip ist eigentlich schon für mich klar. Dann weiß er schon. Bin ich mir auch mit meiner Frau einig. Dann weiß er schon wieder mehr wie ich. Ja, gut. Wenn ich abends im Bett liege, kurz vorm Schlafen, dann guckst du noch mal. Und dann guck mal bei gewissen Herstellern. Jetzt Namen möchte ich jetzt erstmal nicht nennen. Ich hab da mal zwar meine Favoriten, aber das müssen wir beide dann erstmal so absprechen. Ich befürchte schon, ich weiß, in welche Richtung es gehen könnte, aber. Ja. Und, das ist eine Umstellung dann, ne? Inwiefern, wie meinst du das? Wow. Ja, gut, ich möchte jetzt aber auch noch dazu sagen: also, Plan ist zwar ein neues Becken. Ich möchte aber jetzt auch nicht litermäßig auf 600-700 Liter, möchte ich nicht. Ne? Also ich möchte... Eine andere Form. Eine andere Form. Mhm. Weil tatsächlich das Cube, ich nenne es jetzt einfach mal... Ja, es ist ja auch ein Cube. Würfel, ist schön und gut. Und man muss auch dazu sagen, die Tage als der Natrop, der Tobi, bei dem Tolga das neue Becken auf, also ich war hin und weg. Ja. Also das hat mich ja, hast du das gesehen? Das habe ich gesehen, ja. Allein dann auch der Riffaufbau mit dem Magnet und so, worüber wir ja auch schon gesprochen hatten. Ja, ja. Endstufe. Das ist, ne? Ist richtig geil, ja. Von den Tieren mal ganz abgesehen, da kommt das Cube auch richtig geil. Und ich weiß auch, dass unser Becken jetzt gerade auch super cool ist. Aber ich hätte schon gerne dann eben eine rechteckige Form. Rechteckig und flacher, ne? Ja, ich hätte tatsächlich gerne dann auch ein Shallow. Genau. Und wir haben uns auch schon so einige Becken online angeguckt. Hm? Ne? Wir hatten ja auch schon über 2-3 Stück gesprochen. Weiß aber noch nicht, ob ich damit so paré bin. Also wie gesagt, so litertechnisch dürfte ich gerne so mal 200 Liter mehr haben, also dass wir so bei 500 Liter liegen. Aber das schauen wir dann einfach, wenn es soweit ist. Ja. Ist ja im Endeffekt dann auch eine Frage, was kommt noch an Licht noch zusätzlich, wird benötigt. Also tatsächlich würde ich schon das Becken so gestalten, ich würde jetzt nicht auf eine Stratum Pro umbauen, würde ich jetzt nicht, weil ich bin super zufrieden mit der Lampe, die hat ihre Power. Das ist schon mal sehr gut. Ne? Und tatsächlich würde ich dann gucken, dass ich eine zweite Stratum bekomme. Ja, ne? Warum nicht? Ja. Und man muss ja auch, wie wir es jetzt bei dem ganzen Projekt so grundsätzlich gemacht haben, immer so ein bisschen aufs Geld achten. Natürlich jetzt nicht auf den Cent genau. Ja, okay, in der heutigen Zeit ist... ne? Wenn ich mir... du rechnest dir dann natürlich alles so gegen. Und wenn du dir dann zum Beispiel alles jetzt wieder neu holen würdest, sag mal, da liegen wir auch bei einem 500 Liter Becken, da bist du auch mal schnell bei 7.000, 8.000 Euro. Das geht ganz schnell, ja. Ne, aber gut, das müssen wir ja niemandem erzählen. Und nee, das dürfen die da draußen auf gar keinen Fall wissen. Nee, und ich denke... sag mal so, wir haben jetzt ja schon einen sehr, sehr guten Grundstock an Technik. Genau. Du hast schon eine vernünftige Lampe, du hast schon eine Ocean Motion, du hast einen sehr guten Abschäumer, wenn das jetzt alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Das sind dann nur noch Kleinigkeiten, die dann im Endeffekt vergrößert werden müssen. Es muss vielleicht eine andere Rückförderpumpe her, vielleicht eine andere UVC. Etwas, wir müssen noch ein bisschen Hippogriff dazu kaufen. Genau. Ja, damit das erweitert werden kann, weil ihr habt ja im Endeffekt bei mir auch gesehen, dass ich im Endeffekt mein Epo-Reef von Hühnerpott weiter mitgenommen habe. Also man muss nicht unbedingt immer beim neuen Start was Neues nehmen. So, nö. Wenn das nicht verseucht ist, in Anführungszeichen, mit was auch immer, ja, dann kann man das durchaus ohne Probleme weiter nutzen. Ja, auf der anderen Seite bin ich jetzt gerade dann auch, ich muss jetzt schon feststellen, in meiner Welt sind 300 Liter, auch wenn es
theoretisch gesehen viele Leute immer noch als Nano-Bereich sehen, bin ich persönlich der Meinung, dass ich jetzt aktuell, obwohl ich nicht viele Tiere drin habe, das habe ich also auch nicht viele Korallen, ich habe nicht viele Fische drin, aber ich bin halt mittlerweile jetzt schon an dem Punkt, wo ich sage, es wird eng. Denke ich mir. Ne? Ja. Und ich habe gestern zum Beispiel habe ich die Alien Invaders abgegeben, den großen Stock. Der okay. war 20 cm groß, weil der mir, wenn die raus ausgefahren sind, die Zoas, weil die ja auch recht groß sind, der hat mir die linke Hälfte des Beckens komplett voll gemacht, der Stock. Ja, und so muss man im Endeffekt dann, das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, wir brauchen erstmal Korallen als Platzhalter, ja. die erstmal Biodiversität aufbauen können, etc., damit das Becken in Schwung kommt. Genau. Und dann muss man dann mit der Zeit sagen, okay, behalte ich die oder behalte ich die nicht. Ja. Ja? Und gerade, ich sage jetzt mal, die Alien Invaders, so wie wir sie da jetzt gehalten haben, separat auf einem separaten Stein, alles gut. Gut, dass sie deswegen, nicht ins Riff gekommen sind. Deswegen muss ich sagen, ich habe da jetzt keine Negativerfahrung mitgemacht. Es war für mich von vornherein klar, dass ich mir da jetzt keine Ableger von mache oder mir davon was aufs Riff hämmer, genauso wie die Xenien. Mhm. Also wenn es an mir ginge, wären die Xenien auch weg, aber meine Frau findet die so toll, deswegen müssen sie bleiben. Ja, musst du dann jetzt immer schauen. Hast du die einen, die sich da im Riff festgesetzt haben? Ich habe versucht, sie abzusaugen, aber da die sich ja in die anderen Zoas gesetzt haben, in diese kleinen, in den kleinen Ablegersteine, okay. ich lasse da jetzt. Ne? Und die sitzen jetzt im Riff drin, ne? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, müssen wir mal gucken. Du kriegst sie dann jetzt auch nicht mal so eben da rausgezupft, ohne eventuell den anderen Tieren damit zu schaden. Ja, dass da ein Kollateralschaden dabei entsteht, dürfte klar sein. Ja. Aber okay, das müssen wir schauen. Also Fakt ist, sowas ist dann auch invasiv im Riff. Das muss man wissen. Wissen wir ja auch. Aber ich glaube, man muss aber dennoch dazu sagen, dass das, was wir hier gerade besprechen, das ist echt Jammern auf hohem Niveau. Ja, also, total. Also man muss halt sagen, ich habe gestern den allerersten Verlust gehabt, ne? Ja. Mit der allerersten richtigen Chalice. Genau. Weil eine meiner Einsiedlerkrätsel, ich gehe zumindest davon aus, hat dann irgendwie vorgestern Nacht ein bisschen Party im Becken gemacht und hat die Akatastrea, hat die da ein bisschen verschoben. Ja, und dann hat die sich ein Kampf mit der Chalice geführt. Ja, aber die Chalice, die hat tatsächlich komischerweise verloren. Ja. Die ist, zu dreiviertel platt. Ich ärgere mich ein bisschen, denn ich bin gestern aufgestanden, habe das gesehen und von dem Plug, ne, das war ja so ein viereckiger Plug, war ein Viertel vernesselt. Und ich habe mir gedacht, okay, scheiße, komm. Dann schneidest du sie nachher bei und gut ist. Das hatte ich gestern Morgen ein bisschen Stress mit. Meine Frau musste ins Krankenhaus und ein bisschen hin und her. Und wir sind mittags nach Hause gekommen. Und ich denke mir, was ist das denn? Ist doch weitergegangen. Da hat die Chalice sich dann um drei Viertel dann noch aufgelöst. Ja, direkt gehandelt, den Ableger rausgeholt. Ja, dann ist jetzt nur noch ein Viertel von der Chalice übrig geblieben. Die habe ich jetzt wieder draufgeklebt und. Schade. Den kaputten Teil weggeschnitten und. Da habe ich dann weggeschmissen, ja. Und das sieht auch jetzt noch ganz gut aus. Die sieht top aus. Die sieht jetzt quasi aus wie vor 6 Monaten, wo ich sie gekauft habe. Shit, also den Wachstums. Das ist alles weg. Ja, schade. Ja, insbesondere, weil die jetzt gerade, nachdem die angefangen hat, natürlich größer zu werden und sich dann flächig auf dem Ableger oder auf dem Tonstein. Ja. Auszuweiten, sah die natürlich echt toll aus. Ne? Und das war die erste Koralle, die meine Frau sich dann ausgesucht hatte. Ja, scheiße gelaufen. Ja, aber wenn du jetzt den Teil noch gerettet hast und der vernünftig steht, dann braucht er jetzt eine gewisse Zeit lang eben, um sich wieder zu erholen. Die braucht dann wieder jetzt einen Monat auf anderthalb, um wieder Gas zu geben. Obwohl die Koralle ist ja jetzt an Licht und Strömung gewöhnt. Muss sich halt bloß jetzt von dem Kampf erholen. Schauen wir gleich mal. Ja, und die für den Zoa-Stock habe ich dann quasi eine Lobophilia bekommen, eine zweiköpfige. Auch so schöne Tiere, die können richtig schön groß und. Ja, die habe ich jetzt erstmal nur auf den Boden gesetzt, weil ich noch nicht ganz wusste, wohin damit. Ja, okay, da kommt das Thema der Kampftentakel etc. wieder zu tragen. Da muss ich übrigens auch noch eine entsprechende Serie drüber machen, beziehungsweise nicht Serie, sondern kurz erklärt. Habe ich mich noch nicht dran getraut, beziehungsweise ich habe noch keine Aufnahmen dazu, keine passenden. Ja.
Weil meistens die Kampftentakel, das ist ja, passiert ja immer nur nachts. Ja, ich hatte eigentlich ursprünglich gestern vor, noch eine Euphilia, eine Glabrosense, eine Toxic Green mitzuholen. Noch eine Toxic Green? Du hast doch schon zwei Stück, oder? Ja, aber die sind nicht, nicht so grün, nicht so toxisch grün wie die ich da gestern gesehen habe. Okay. Jetzt habe ich aber das Problem, ich weiß gar nicht, ob man das auf dem Video so drauf bekommt. Ich habe ja jetzt zwei Toxic Green, also glaube ich zumindest, weil die wirken aber nicht so krass grün. Ja, da gibt es Unterschiede. Dann die Black Torch und die Golden Torch. Mhm. Aber wenn die sich aufmachen, ich gebe dem Ganzen noch 2-3 Monate, dann bin ich nämlich schon auf der linken Seite die SPS nämlich schon am Wegräumen. Das ist dann das Problem, was du gesagt hast. Das ist ein Luxusproblem. Es fängt an zu wachsen, das gedeiht und die kommen sich halt gegenseitig in die Quere. Und gerade bei den LPS, also sprich bei den Glabrescens, wenn die abgehen, dann... Ja, und deswegen war bin zwar mit Euphorie gestern dann hingefahren und dachte, okay, komm, nimmst dir was Neues mit. Aber als ich dann gesehen habe, wie groß die Green Torch, Toxic Green waren, hab ich gedacht, Alter, wenn du die jetzt da reinklebst, du musst sie dann schon tiefer setzen, aber wenn du die tiefer setzt, dann greift die mit ihren Armen quasi schon in die Goniopora rein. Ja. Aktuell, das sieht man auf dem Video vielleicht nachher auch, die Strömung sitzt halt so gut, dass die Ophelien, wenn die offen sind, die kommen gar nicht, also die Tentakeln, die kommen gar nicht nach unten zur Goniopora, von daher passt das alles. So, und jetzt habe ich das Problem, jetzt könnte ich halt links oben oder unter den anderen Euphilien quasi noch einen Kopf setzen, aber dann komme ich eben in Bereiche, wenn die sich dann aufmachen, dann fangen die woanders an zu vernesseln. Und deswegen habe ich gestern gesagt, komm, wie gesagt, ich habe die Lobophilia mitgenommen, habe noch einen neuen Seestern geholt, nachdem mir der letzte hops gegangen ist, weil er sich in der Strömungspumpe verfangen hatte. Was jetzt nicht mehr passieren sollte, womit wir dann auch beim nächsten Punkt eigentlich schon angekommen wären, bei der Strömung. Wie ist deine Erfahrung denn jetzt mit der Ocean Motion? Also sprich eine Ocean Motion in diesem Becken und dann halt die Rückförderströmung, die wir dann, womit wir dann ja halt gearbeitet haben. Wie schaut es da jetzt aus? Also rein optisch, also die Korallen stehen, die kommen da auch super mit klar, die stehen gut. Ich finde es überbewertet jetzt zu sagen, den Tieren geht es gut damit, also oder besser als vorher. Man sieht aber gerade, der Dreck sammelt sich nicht mehr an einer Stelle. Okay. Was natürlich vorher eben der Fall war, dadurch, dass wir nur einen bestimmten Weg an Strömung hatten. Und jetzt du siehst einfach, dass du eine wirklich gute Strömung durch die Ocean Motion hast, dadurch, dass du nicht mal an einer Stelle hast, wo sich der Dreck sammelt. Ne? Hast du jetzt überhaupt noch Stellen, wo sich jetzt wirklich Dreck am Boden sammelt oder wird das alles regelmäßig aufgewühlt? Ist halt weitflächig verbreitet, weil sich der, du hast gar nicht die Möglichkeit, der Dreck hat gar nicht die Möglichkeit, sich an einer Stelle abzusetzen. Ne? Also von daher, ich finde das gut so und von daher, also. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass im Endeffekt dass mal die Strömung überall hinkommt und sich tatsächlich nirgendwo wirklich Stellen bilden, wo sich was sammeln kann, außer vielleicht jetzt in der Anemonenhöhle oder so. Ja gut, momentan sowieso die größte Diva im ganzen Becken. Also Daniel war jetzt gerade vor 2 Wochen auch nochmal da. Also man muss auch dazu sagen, nur weil das jetzt das erste Video ist, nach 2 Monaten ist das ja. Haben wir uns ja zwischendurch auch noch gesehen. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass wir uns heute das erste Mal jetzt wiedersehen. Tatsächlich hat die Anemone sich ja so gut entwickelt, fußballgroß, würde ich schon fast sagen. Ne? Ja, das Ding ist riesig geworden. Ne? Und jetzt habe ich sie aber vor 2 Wochen, weil ich sauber machen musste, habe ich sie ein bisschen geärgert. Und dann hat die sich ein bisschen zurückgezogen. Und seitdem kommt die aber auch nicht mehr wirklich. Hast du irgendwie die Stellung der Höhle verändert oder so? Leider, weil die sitzt ja nicht fest. Und sobald du anfängst zu schaben, den Boden schabst, kommst du da dran. Ja, okay, kann natürlich sein, dass die Veränderung der Position der Höhle oder des Höhlenausgangs sich da vielleicht in irgendeiner Form... So würde ich das jetzt nicht sagen. Das soll sie ja machen, wenn ihr meint, da rumzicken zu müssen, ist in Ordnung. Aber jetzt habe ich das nächste Problem. Die lässt sich... Also von der Größe, wie gesagt, die ist jetzt nur noch ein Viertel von dem, was sie vor 2 Wochen hatte. Oder zeigt sich nur ein Viertel von dem. So, jetzt ist die Anemone so klein, dass von den Nemos
meint nur noch einer der König zu sein. Es ist ja nur noch Platz drin für einen von den beiden. Ja, die beiden haben sich sowieso immer recht auf einer Kante. Ja, ne? Ja, und jetzt ist der kleinere von beiden, der chillt oder versucht zwar immer wieder mal reinzukommen. Also der arme Mann, ne? Ist klar. Ja. Ne? Und der größere von beiden, ja, der hält da die Oberhand so. Und der andere, der hängt da oben in den Euphilien und wartet darauf auf seine Chance, dass die vielleicht mal wieder größer wird, dass für beide genug Platz da ist. Okay, dann haben die sich halt tatsächlich noch nicht wirklich geeinigt, wer was tatsächlich ist. Nicht, leider nicht. Ja, das wird sich aber geben. Ja, ich hoffe auch, dass die Anemone jetzt bald wieder komplett rauskommt. Ja. Sollte. Und, ja. Du hast ja am Gesamtsystem nichts geändert, außer dass man dann halt jetzt, dass der Abschäumer dann anders läuft jetzt. Es gibt eine Sache, die ich selber an mir kritisiere, wo wir dann aber auch zum nächsten Punkt kommen, für die ganzen Neueinsteiger. Und ich weiß nicht, wie sagt man das? Faktum ist, es ist eine Illusion. Es ist eine absolute Illusion, dass das Becken über... wenn ich das Becken heute sauber mache, dass das dann über eine Woche komplett clean bleibt. Und das ist auch so mein Problem. Ne? Ich bin immer noch Neueinsteiger, ich bin immer noch Anfänger und ich bin immer noch jemand, der jeden Tag sämtliche Videos suchtet, egal von welchen Kanälen. Und da bekommt man natürlich immer so super clean, geile Becken vorgeschickt. Genauso wie bei dem Video gestern, was du gemacht hast. Ne? Ich habe es aber wenigstens dabei gesagt, dass ich es sauber gemacht habe. Ja, genau. So, und... Zu meiner Schande muss ich dann aber auch sagen, wenn das Becken anfängt dreckig zu werden, du hast da unten Ablagerungen, du hast da Kackwürste liegen oder was auch immer, ich gehe immer hin und sauge das direkt ab. Es ist nicht gut. Die einen sagen natürlich, ja, kann man machen. Es gibt Leute, die sagen dann aber auch, lass deine Finger aus dem Becken. Ne? Und das ist so etwas, da muss ich mich vielleicht mal ein bisschen so zurücknehmen, das Becken dann einfach auch dann mal über eine Woche wirklich verdrecken lassen und dann einmal da. Es ist definitiv für die Biologie gerade in so einem kleinen Becken besser. Mhm. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich die Scheiben grob alle 2 Tage reinigen muss. Mhm. Und der Boden, das ist natürlich bei mir schon eine große Grundfläche bei 1,85 Meter mal 75. Ja. Ja, da kommt natürlich einiges an Fläche zusammen. Und da habe ich dann auch nicht wirklich Bock drauf. Ja, ja, was halt auch noch ansteht, ist, wenn die Anemone sich jetzt wieder groß macht und sich voll zeigt, ne, haben wir ja auch schon letzte Woche drüber gesprochen, ob wir eventuell eingreifen und der vielleicht nachhelfen, dass die sich teilt. Ja, ja, das ist dann jetzt die Frage, ob man da wirklich den Schritt macht. Dann müsste ich mir, schauen wir uns nachher mal den Fuß an, ob man das sehen könnte. Dafür müssen wir sie einmal ärgern. Ja. Und dann müssen wir gucken, ob wir da reingucken können. Je nachdem, wie groß der Fuß ist. Aber du hast ja auch eine sehr große Anemonenhöhle. Also ja. Du hast da noch richtig viel Platz im Gegensatz zu mir. Zumal jetzt die dadurch, dass der Zoa von die Alien Invaders wechseln, hat die ja auch nach rechts jetzt unmenschlich viel Platz. Also ich sag jetzt einfach mal so, nur für die Anemone selbst. Weil die hat halt... 12 Uhr. tatsächlich. Die hat halt, wenn sie aufgegangen ist, halt schon so mit den Tentakeln so ein bisschen die Zoa gestreichelt. Mhm. Das hat aber auch immer gut gegangen. Mhm. Jetzt, wo die Zoa weg ist, beziehungsweise die Alienwelt ist, der Stock ist in Ordnung. Na, aber ich denke, wir sind jetzt auch da. Dann genau. Gleich. Schauen wir uns das Ganze mal vor Ort an und dann machen wir dann oben weiter. Richtig. Also, kurzer Schnitt und dann geht oben weiter. Jetzt aus dem Auto hoch sind, haben wir uns natürlich erstmal auf den Aqua gestürzt und geguckt, was können wir machen, wie sieht es aus, was hat er veranstaltet. Ja. Und
Ja, wir haben einiges gemacht. Ich habe zwischendurch wahrscheinlich schon mal einige Bilder eingeblendet, wie es vorher aussah. Also wir haben jetzt tatsächlich eine Vorher-Nachher-Situation, weil wir haben das Problem, dass wir noch offene Fläche haben, die nicht besiedelt ist. Ja. Und da ist die Problematik, du hast momentan tatsächlich einen Wuchs drin, der etwas stärker angegangen ist, beziehungsweise losgelegt hat, seitdem wir jetzt mit der Lichtintensität nach oben gehen. Wie viel fährst du die Lampe jetzt im Moment ungefähr? Jetzt auf 55%. 55%. Ja. Nicht Straton Pro. Das ist die normale alte Straton, also sprich die mit der Diffuserscheibe, beziehungsweise mit der Prismenscheibe, jetzt in der Prismenscheibe, keine Diffuserscheibe, mit der Prismenscheibe drunter. Und es wächst, es funktioniert. Und wir haben jetzt auch festgestellt, dass es wächst. Ja, war jetzt so die letzte Stunde sehr actionreich auf jeden Fall. Weil ich habe ja eben im Auto immer noch darüber gesprochen, habe ich ja geäußert, dass die Anemone sehr, sehr zickig war. Rumgezickt hat, warum auch immer. Ich habe dann eben auch geguckt, also sie war nicht wirklich so, wie es war. Das war ja eigentlich ein Monster, ein richtig großes Tier. Deshalb hatte ich mich gewundert, dass ich sagte, ja, die ist jetzt ein bisschen komisch gewesen. Ja, und nachdem wir dann hier und da hingegangen sind, haben ein paar Euphilien geteilt. Die schwecken wir nochmal kurz rüber zu den Euphilien. Da haben wir dementsprechend, ich sag jetzt mal, das, was du dir jetzt selber angezüchtet hast, ein bisschen besser verteilt, um Fläche abzudecken. Und zu guter Letzt sind wir dann zum Anemonenstand gegangen, was wir leider nicht aufgenommen haben, weil ich tatsächlich in dem Moment, waren wir alle drei, deine Frau ja auch, waren wir so perplex gewesen. Nee, ist jetzt nicht wahr, oder? Die hat sich tatsächlich in der Höhle geteilt. Habe ich so auch noch nicht miterlebt, dass es wirklich gereicht hat, dass sie sich in der Höhle teilt. Ja, Moment, die hat sich da aber auch... die haben schon reingequetscht. Ja, die waren wirklich beide Pressen nebeneinander und die Höhle hat mir nach hinten zugemacht. Also die zweite konnte eigentlich gar nicht wirklich raus, aber dadurch, dass sie sich tatsächlich in der Höhle geteilt hat, sah die jetzt etwa 14 Tage bescheiden aus. Ich hatte eigentlich auch zuerst gedacht, liegt es vielleicht an den Wasserwerten? Ja, sowieso den Auftrag, noch eine ICP zu machen. Ist aber jetzt erstmal außen vor. Fakt ist, die Anemone hat sich tatsächlich in der Höhle geteilt. Und also diese schöne große Anemonenhöhle vom Norbert, von dem Epo-Reef, da ist also sehr genug Platz drin. Das haben wir jetzt, im Prinzip haben wir die eine jetzt rausgepult. Entsprechendes Bild, wo sie momentan zwischengelagert ist. Wir haben jetzt in eine kleine Tupperdose reingepackt und erstmal unten ins Technikbecken, damit die warm bleibt. Ja, wir waren leider so perplex von der Situation und er hebt die Höhle an und dann siehst du dann drunter ein Riesengeschwabbel. Ja, und ich gucke so genau hin, ich denke, verdammt nochmal, das ist doch nicht nur eine. Ja, das war tatsächlich, du hast gesagt, jetzt seit 2 Wochen sieht die nicht so gut aus. Ne? Ja, also die ist ja auch schon komplett abgebrannt. Ja, also zumindest auf die kleine Anemone, die wir jetzt rausgepult haben, der hintere Teil, der ist eigentlich zu 99% ist sie eigentlich schon fast fertig. Die sieht genauso aus und sogar noch größer als das Stück, was ich damals von Ja, ungefähr den Durchmesser hat die jetzt im zusammengezogenen Zustand und die andere ist jetzt auch so groß, aber da hat man dann halt gesehen, fand sie nicht ganz so witzig. Ja. Das war das Ganze, dass wir die ja jetzt rausgeholt haben. Aber Problem an der Sache ist... Was aber ja noch dazu passt, dass die letzten Male, wo wir darüber gesprochen haben, weil die einfach so groß war, dass der Punkt ja eigentlich mal kommen müsste, wo die eigentlich mal sagt, so, ich muss jetzt mal halbe machen. Komischerweise, meine ist ja mittlerweile auch so ein Tier, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die sich irgendwann in nächster Zeit dazu entschließt, zu sagen, okay. Aber ich habe ja von Anfang an gesagt, die hat schon einen relativ großen Fuß. Und bei mir ist es so, meine plustert sich extrem auf. Die ist extrem groß, aber der ist der Fuß noch, ist auch mal nur so ein Durchmesser. Und darauf kommt es im Endeffekt an. Ja, warum lassen wir die jetzt nicht drin? Um jetzt mal auf den nächsten Punkt zu kommen, den deine Frau zum Beispiel angesprochen hat. Er hat ja eigentlich noch eine Höhle auf der rechten Seite, kann ich nur mal eben kurz mit einblenden. Die ist vorne hinten offen, aber grundsätzlich gilt, und das ist mein Grundsatz schlechthin, eine Anemone ist nur standorttreu, wenn die A nicht zu viel Strömung abkriegt. Das könnte an der Stelle vielleicht der Fall sein. B muss sie eine geschlossene Höhle haben. Die Höhle ist zu 2 Seiten offen. Was nicht das Problem wäre. Was nicht das Problem wäre, das könnte man zumachen. Aber der dritte Punkt, der ist dementsprechend gerade ein bisschen problematisch. Die Anemone ist nicht bewohnt.
So, und wenn eine Anemone nicht bewohnt ist, weiß ich, fängt die an zu wandern. Das ist definitiv Fakt. Das Becken ist aber auch viel zu klein, um da jetzt ein zweites Pärchen. Genau, ein zweites Pärchen wäre theoretisch machbar, aber der Abstand zwischen diesen beiden Pärchen ist definitiv zu gering. Wenn ich jetzt, wie bei mir, 1,85 Meter dazwischen habe, ja. Eine Anemone auf der linken Seite, eine auf der rechten Seite, ja. Die würden sich nie begegnen. Ja, das wäre kein Problem. Aber tatsächlich, das ist zu eng und von daher, ja. Ich mache das wirklich so traurig, dass wir die Kamera jetzt nicht angemacht haben. Ja, waren alle perplex in dem Moment und ja. Dunkel. Es sah auch einfach grandios aus. Abgespaced. Ja, es waren also in dieser Höhle, wenn man im Prinzip, haben sich dann zwei von den Anemonen angeguckt. Ja. Ich muss ehrlich gesehen jetzt gerade, finde ich es schade, dass wir es nicht gesehen haben. Also ich hätte es gerne gesehen. Ja. Und stattdessen guckst du zwei Wochen später dann mal unter oder hebst die Höhle auf und dann hast du auf einmal dann zwei Anemonen, die vollkommen abgeheilt sind. Du hast nichts mehr davon gesehen, dass da eine Teilung stattgefunden hat. Das ist schon krass. Normalerweise verlassen die eigentlich auch die Höhlen. Also geht die zweite dann direkt da raus auf Wanderschaft. Das habe ich, wie gesagt, so... auf der anderen Seite, wenn das war ja auch die hinterliegende Anemone, ne? Die muss ja auch sich irgendwo festgemacht haben. Die reißen sich ja auseinander. Wenn die ursprüngliche Anemone, die von Anfang an hier drin war, vorne alles dicht gemacht hat, wo sollte die auch anders hin? Das ist richtig. Wenn die ihren Hauptfuß halt vorne am Ausgang hatte und dann halt nach außen gekommen ist und im Prinzip den Ausgang dicht gemacht hat, dann kann sie nicht raus. Daniel hat die auch ohne Probleme, klar, ein bisschen gekitzelt. Hm. Ne, ist auch direkt von der Höhle abgegangen. Ging komischerweise ganz gut. Also wenn ich das mit meinem Epori-Pot, ich habe ja so ein handgefertigten Epori-Pot vom Norbert. Das ist was ganz anderes. Da kriege ich die gar nicht ab. Also wenn ich meine abmachen möchte, geht nicht. Und haben wir jetzt das, haben einfach grundsätzlich Glück jetzt mit der Situation. Genau, klopf, klopf. Ja. Richtig Glück gehabt. War richtig krass. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir sind hingegangen und haben Flächen abgedeckt. Also sprich mit den vorhandenen Euphilien. Sagen wir, zwei Euphilien haben wir geteilt und haben die im Prinzip noch ein bisschen mehr platziert. Ja. Die erste Euphilie, die ich ja von Daniel bekommen habe, die allererste, haben wir gerade noch mal in unserem WhatsApp-Verlauf geschaut. Beziehungsweise, sagen wir es mal anders. Meine Frau kam auf die Idee, weil ich gesagt habe, nee, ich habe jetzt keinen Bock schon wieder reinzukaufen. Ja. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe gestern schon wieder Geld ausgenommen. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock, heute noch mal oder vielleicht Anfang nächste Woche zu gucken. So, komm, wir kaufen da noch ein bisschen was. Du bist ja mal schnell wieder 500 Euro los. Das geht. Habe ich jetzt keinen Bock drauf gehabt. Ne? Müssen wir ehrlich sagen, können wir ja auch drüber sprechen. Und da ist das erste Mal dadurch, dass wir das wirklich mal gesagt haben, gut, wir nehmen jetzt was von dem bestehenden Korallen. Wir schauen mal, ob es möglich ist. Das ist ja auch noch der Punkt, wenn die Korallen, muss man so sagen, die Köpfe von den Euphilien schon so weit rausgewachsen sind, dass sie kein Gewebe mehr im unteren Bereich haben. Also da, wo kein Gewebe ist, da kann man die trennen. Das geht. Ja, wenn die aber so wie bei mir tatsächlich kompakt wachsen, ja, ich komme ja noch bei mir tatsächlich nicht dabei oder dazu, meine zu teilen, weil halt noch überall Gewebe dran ist. Bei dir ging das jetzt. Da wollte ich ja jetzt gerade darauf hinaus, dass wir sind jetzt seit 7 Monaten dran, 6 Monate. Wenn ich mal kurz. Ja, ich schau mal. Wir müssen jetzt bei 6 oder 7 Monaten sein. Wir haben nach 2 Wochen haben wir die Sachen eingesetzt. Und ich bin gerade wirklich erstaunt darüber, was da gewachsen ist, dass die Köpfe zurückkommen. Also die sind einfach noch weiter ausgebildet. Nee, die haben sich einfach tatsächlich sind in sich gewachsen, weil die Köpfe in sich, die teilen sich ja und gehen dann auseinander. So, die hatte die entsprechende Grundstruktur gehabt, dass die halt weiter sich ausbilden konnte. Und wir haben jetzt die erste, die wir geteilt haben, ganz rechts in dem Bereich, da haben wir jetzt... Wir haben 4, 5 Stück geteilt. 2 Euphilien, die wir tatsächlich geteilt haben. Ja, aber wie viele Stücke wir daraus gemacht haben? 4. Insgesamt. Das ist jetzt 4 Stück? 5? Das ist ja auch egal. Waren 4. Und das Hauptstück auf der rechten Seite, da haben wir jetzt noch 10 Köpfe. Und das, was wir abgemacht haben, das waren 3, 4 Köpfe, die wir jetzt nach unten gesetzt haben. Und dann haben wir eine ähnlich gefärbte, die etwas dickere Tentakel hatte. Die haben wir dann auch nochmal geteilt. Die ist etwas kräftiger gewachsen, da war es etwas schwieriger. Das waren auch, oben stehen jetzt noch 8 Köpfe und das, was wir abgeschnitten haben, das waren auch noch so 5 oder 6. Also da ist richtig was gewachsen tatsächlich, was man nicht gesehen hat. Es ist größer geworden, es ist buschiger geworden, aber man konnte tatsächlich nicht sehen, wie viel es war. Aber genau das macht mich gerade echt glücklich. Und das bestätigt
mich, wie sagt man das? Nein, es bestätigt einfach nur das, dass es das war richtig angegangen. Das war auch richtig angegangen. Das ist der Weg, den wir eingeschlagen haben von vornherein, mit den Nährstoffen, mit dem Licht, das Ganze drumherum, so wie wir es angegangen haben, genau der richtige Weg war, dass halt die Tiere wachsen. Ohne Wasserwechsel. Ohne Wasserwechsel. Einen haben wir gemacht. Ja. Aber in dem Zeitraum, also das muss man ja auch mal sehen. Normalerweise geht man hin bei anderen entsprechenden Methoden, da machst du jede Woche 10%. Wo ich jetzt natürlich die Leute, die den Wasserwechsel machen, nicht verteufeln möchte, das kann ja jeder machen, wie er möchte. Jedes System hat seine Berechtigung. Es funktioniert. Und diese letzte Stunde, die jetzt hier gerade abgegangen ist, mit den Euphilienteilen, mit der Anemone, da war jetzt gerade so viel in meinem Kopf los, weil ich schon wieder an den Punkt zurückkomme, wo ich mir die Hilfe am Anfang gesucht habe. Und man mich im Fachgeschäft, tut mir leid, man hat mich einfach verarschen wollen. Man wollte mir einfach nur verkaufen. Es muss dieser Wasserwechsel gemacht werden. Wie gesagt, ich möchte das auch zum Geschlecht bringen. Aber dieses ATI-System funktioniert ohne Wasserwechsel. Man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, so wie das Becken jetzt da steht, es steht Bombe. Und was wir hier gerade machen, beziehungsweise sagen, ne, das eine ist so, das andere ist so, könnte vielleicht hier und da noch ein kleines bisschen besser sein. Sorry, das ist Meckern auf ganz hohem Niveau momentan. Weil so wie das Becken jetzt da steht und wie es läuft und wie Sebastian das jetzt selbstständig im Griff hat, mit ein paar Kleinigkeiten an Unterstützung, aber die Hauptarbeit leistest du ja im Endeffekt. Du schaust, dass es so bleibt wie in den Parametern, die wir vorgegeben haben. Das versuchst du einzuhalten und es funktioniert. Es ist nicht wirklich so schlimm, aber man muss halt den Weg bis dahin im Endeffekt haben. Ich möchte nur betonen, also ich möchte das gar nicht schlecht reden mit dem Wasserwechsel. Kann ja auch jeder tun, wie er möchte. Das Vorne Marine Bunny Light funktioniert. Ja, aber wenn man halt das nicht, also jetzt fällt mir jetzt als System ein, wo ein Wasserwechsel gemacht werden muss, es gibt garantiert noch andere, aber das ist das, was ich halt kenne. Das System funktioniert gut, da sind super Becken fahren damit. Wenn man das halt nicht machen möchte, wir haben jetzt den Beweis mal wieder erbracht, dass das ATI-System funktioniert. Und es ist simpel. Wir wollen aber auch wirklich, ich will nicht, dass es nachher irgendwie heißt, wir wollen irgendwas anderes verteufeln. Das kann ja jeder machen, was er will. Jeder soll seine Systeme fahren, wie er möchte. Die funktionieren alle, wenn man sich an die Richtlinien der entsprechenden Systeme hält. Und das ist das, was ich auch von Anfang an gesagt habe. Und am Ende des Tages bin ich ein stinkendes Schwein und bin froh, dass ich diese 10% die Woche nicht machen muss. Deswegen. Das war auch der Grund, warum ich damals unter anderem zur ATI gewechselt bin, warum Oliver mich überzeugen konnte. Du brauchst kein Wasserwechsel mehr machen. Ist ja schön. Ja, hat sich ja tatsächlich jetzt im Endeffekt auch in meiner Abrechnung niedergeschlagen. Also ich habe insgesamt 9 Kubikmeter Wasser übers Jahr weniger verbraucht. Und in der Regel habe ich immer konstanten Verbrauch. Das ist mal ein Kubikmeter mehr, mal weniger. Aber es sind jetzt 9 Kubikmeter weniger, die ich tatsächlich durch den Nicht-Wasserwechsel einspare. Und das ist schon einiges. Okay, ist jetzt kostentechnisch jetzt nicht der große Faktor, weil der große Faktor ist immer noch der Strom, immer noch das Licht und alles, was mit Strom zu tun hat. Es ist halt die Arbeit. Man ist wirklich faul. Und das Schlimmste, was wir wirklich jede Woche und in regelmäßigen Abständen zu tun haben, ist dieses verdammte Becken sauber zu machen. Ja. Voll doof. Und dann noch ein Wasserwechsel dabei? Nee, danke. Ja, das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ich weiß nicht, ob wir das gleich schon hinbekommen, weil wir mal aufnehmen wollten, dass der Juwelhüpfer, der alte Kannibale, sagt man nicht. Aber der Juwelhüpfer, den habe ich mir vor 3-4 Monaten habe ich mir den zugelegt, weil ich da ja damals schon mit dem Sand den Ärger von den Eiern hatte. Da hat man ja überlegt, so was machen wir. Ja, was setzt man in so ein kleines Becken für ein Tier ein, was tatsächlich rein theoretisch an die Algen gehen sollte, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Ja, zu den Algen. Und seitdem der drin ist, der zupft zwar zwischendurch an seinen Algen herum, die ich ja noch habe, aber sobald es Futter gibt, Frostfutter, geht der Arm das Frostfutter dran, der alte Kannibale, genau. Wir probieren es gleich, weil durch den ganzen Terror, den wir jetzt im Becken gemacht haben, in letzter Stunde, weiß ich nicht, ob der da jetzt vielleicht drauf eingeht. Wir probieren es mal, wenn ja, dann zeigt Daniel euch das jetzt gleich noch. Ja. Das ist ja im Prinzip das gleiche wie die Dogs. Die Dogs sind eigentlich alles Vegetarier. Aber trotz alledem, die gehen auch ans Frostfutter dran. Die gehen auch an die Artemia, an die Mysis. Ja. Tatsächlich bin ich echt erstaunt, dass der Juwelenhüpfer bei dir so gut überlebt. Also ich habe nie Glück damit gehabt, tatsächlich. Aber
Ich blende euch auch hier und da mal ein paar Bilder jetzt mit ein, mit den Algen, die momentan bei dir zugange sind. Das ist der nächste Punkt, warum wir gesagt haben, wir müssen Fläche bedecken. Ja. Weil alles, was, ich sag mal, bedeckt ist oder beschattet ist, wird nicht, da wachsen keine Algen. So. Jetzt haben wir natürlich das ganz große Luxusproblem bei der Straton. Gerade jetzt bei der ersten Generation durch diesen Prismendiffusor, die oben drauf hat, wird das Licht wirklich in alle Richtungen reflektiert, abgestrahlt, gegen die Scheibe und wieder zurück. Und dann wird die Sache mit den Algen natürlich interessant. Bei der Straton Pro wäre das nicht passiert. Nein. Ja, das ist halt tatsächlich der Unterschied zwischen diesen beiden Lampen. Also die erste Straton, die er jetzt drüber hat, die hat halt wirklich extrem viel Streuung in alle Richtungen. Und das macht nichtsdestotrotz eine super geile Arbeit. Super, und das stelle ich ja gar nicht in Abrede. Ja. Ich möchte jetzt nur tatsächlich mal darstellen, wie der Unterschied zwischen diesen beiden Lampen ist. Weil im Endeffekt die Lichttechnik und die LEDs, die da drin sind, sind fast identisch. Das ist halt bloß die Art und Weise, wie dann halt das Licht ins Becken gebracht wird. Und durch den Prismendiffusor haben wir halt tatsächlich diesen Effekt wie bei der T5-Röhre rundherum in alle Richtungen, zack, weg. Das bringt natürlich extrem viel Licht in alle Bereiche. So, und bei der Straton Pro ist es tatsächlich gerichtet von oben nach unten. Das ist dann auch was anderes. Dementsprechend braucht man dann halt mehr Flächen, die beleuchtet werden muss, wo dann halt LEDs sind. Das ist eine andere Art und Weise. So, und wie gesagt, jetzt hier bei der ist es eben so, da müssen wir dann halt die Stellen, wo halt keine Algen wachsen sollen, müssen wir halt nach Möglichkeit versuchen zu beschatten. So. Ist ja auch nicht schlimm. Nö, wächst ja. Ja, jetzt haben wir die Euphilen geteilt, die haben wir schon ein kleines bisschen verteilt, wenn die sich jetzt wieder aufpumpen, dann beschatten die jetzt schon mal andere Bereiche, dann können die Algen da drunter hoffentlich eingehen. Aber wir haben auch noch Bereiche oben in der Mitte und oben links, da haben wir jetzt die Chalice hingesetzt. Auch, und das wird bestimmt bei jemandem in den Kommentaren bewerten, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wir sind uns auch darüber im Klaren, dass wenn die sich da ausgebreitet hat, dass man sie nicht mehr wegkriegt. Ja. Außer man stellt eine Favitis daneben, die macht die nämlich platt. Das Problem habe ich zum Beispiel bei mir momentan ja gerade auch in der Mitte vom Becken. Da hatte ich ja mal diesen Riesenstein von meiner Pink Babys. Ist ja übrigens auch eine Pink Babys, die du da hast. Schön in die Mitte reingestellt. Ja, die ist dann. Hast du mich schon mal bei mir wehgeholt, ne? Oh. Nee. Die Pink Babys, die ist nicht von mir. Die ist aus unserer Korallenmafia. Die hat mal jemand vor einigen Jahren aus Amerika mitgebracht, wo mir noch nicht so bekannt war hier. Und die haben wir dann Stück für Stück immer so kleine Stückchen in der Mafia verteilt. Und mittlerweile ist diese Koralle deutschlandweit sehr gut verbreitet. Bringt leider nicht mehr so viel Geld. Damals haben wir noch die Augen gezählt. Du kriegst jetzt 3 Augen und pro Auge zahlst du 80 Euro. So teuer war die mal. Und heute kriegst du die hinterher geschmissen. Ja, ich glaube am Ende des Tages, aktuell ist es dann wirklich jammern auf hohem Niveau, egal was es davon vom Becken ist. Also Fakt ist, das Becken schickt Bomben. Also, der Abschäumer ist auch in Ordnung. Bei dem haben wir jetzt folgende Situation. Wir hatten das Problem, dass der etwas lauter war. So, und zwar hörte sich tatsächlich an wie so ein alter Kühlschrank. Ich guck mal, ob ich noch die Aufnahme finde, die du mir geschickt hast. Die blende ich da mal eben kurz mit ein. Das kann passieren. Wir haben einen neuen Motor gekriegt und sind dann jetzt hingegangen und haben den Abschäumer auf den Podest gestellt. Und haben jetzt erstmal festgestellt, auf dem Podest ist gut und ist ruhig. Ich denke, das kann aber ja eventuell auch grundsätzlich am Technikbecken liegen. Weil wir den Wasserstand ja auch nicht weiter verringern können. Ja, wir sind aber jetzt unter dem Wasserstand, den der Hersteller vorgibt. Und das ist eine Sache, die eigentlich nicht sein kann. Heißt nicht, dass der Abschäumer schlecht ist. Im Gegenteil, jetzt, wo er auf dem Podest ist und Wasserstand messen wir gleich nochmal nach, blende ich mit ein. Jetzt, wo er tatsächlich auf diesem Podest steht, ist er ruhig. Der läuft vollkommen ruhig. Die üblichen Abschäumergeräusche, also sprich Ansauggeräusche und das, was halt normal ist für die Akustik. Also der hat die gleiche Akustik im Moment wie mein Aquabi. Aber da können wir vielleicht auch nochmal ein separates Video demnächst zu machen. Denke ich mal. Wir müssen noch weiter daran schrauben und gucken, wo dran es genau liegen könnte. Ich habe da noch eine Idee und schauen im Endeffekt mal, ob es das ist. Ja, alles in allem schon wieder mal mehr Arbeit wie gedacht.
aber eher diesmal dann mal positiv. Echt? Wirklich positiv. Keine Wasserschäden oder Verluste. Das Ding gestern mit der WhatsApp, das war nicht nett. Aber ich hätte auch schalten müssen. Natürlich ruft man an, wenn man so einen Schaden hat. Ne? Schreibt er mir eine WhatsApp-Hilfe. Mein Becken läuft aus. Und ich natürlich, hier triggert sich dann schon wieder Scheiße, was machst du? Hast du genug Behälter? Was kannst du jetzt machen? Wie kannst du dich bereit machen? Samstagsabend. Ja, genau. Freitagsabends. Genau. Ich hätte ihn ja. Ne? Aber okay. Er darf weiterleben. Ja. Nee, sonst. Fährst du mich jetzt gleich nach Hause, dann kriegst du von mir die kleine Box. Genau. Und nicht die Fischfalle, das ist keine Fischfalle, das ist ja eine kleine Aufbewahrungsbox hier, die habe ich von Reef Deck. Die blende ich euch mal auch kurz mit ein. Da hatte ich hier meine Ableger von der Fungia. Mhm. Aber das ist alles ein bisschen eng geworden da drin, weil war mittlerweile, ich habe mittlerweile die zweite Fungia, die anfängt Babys zu produzieren. Also die wachsen alle bis auf so ein Stück, dann gehen sie kaputt und dann fangen die an Babys zu produzieren. Also das ist eine never ending story bei mir, ja. Können wir auch mal dazu sagen, wir gehen jetzt gleich mal kurz in den Keller. Mhm. Ich habe nämlich unten im Keller habe ich noch ein 50 Liter Becken. Mhm. Mit Deckel und den Leuchtstoffröhre drin. Ja. Und dann gucken wir mal, was es leuchtmittelmäßig eventuell zu kaufen gibt. Weil ich hätte das Becken, weil das Becken wäre eine Option für das Zimmer meiner Tochter. Mhm. Und dass wir dort ein kleines Stück Eco-Reef reinpacken. Eine Höhle. Oder meinetwegen setzen wir die so rein, soll ich ein eigenes Zuhause suchen? Kann sie ja rumwirbeln, wie sie möchte. Das ist eine Option, ja. Können wir schauen. Also das soll dann als Stand-Alone-Becken da laufen, ohne großartig Fisch, also sprich als Anemonenartenbecken, sage ich jetzt mal. Ja. Da kann ja dann auch ein Scheibenanemone oder ähnliches rein. Da muss jetzt nicht großartig auf die Wasserwerte geachtet werden. Also die Anemone braucht natürlich ihre Grundwasserwerte. Klar, logisch. Das heißt, an dem Becken müsstest du rein theoretisch dann mal in einem gewissen Abstand Wasserwechsel machen. Aber wäre jetzt erstmal gerade auf die akute Situation eine Option, ja, die vielleicht offen steht. Dann sprechen wir nachher nochmal ab und schauen wir. Genau. So, ja, die Grund oder so geht halt weg. Ja. Irgendjemand wird sich mit Sicherheit finden, dass der da Spaß dran hat. Ja, vor allem ist ja eine Sunburst, ist das ja. Mhm. Auch dazu sagen, schön grün gefärbt innen drin. Das ging jetzt aber tatsächlich alles schneller. Wie gedacht. Ja. Ja, also, wenn man überlegt, was für ein kleiner Misthaufen das war, wo ich die abgeholt habe. Ja, ist und das ist innerhalb von ja, wenigen. Warte, guck mal, seit wann das Becken jetzt steht. Hatten wir ja hier gerade eben schon offen. Das ist 18. Oktober war der erste Besatz drin. Mhm. Das reicht ja schon, okay, das ist ja der Plan. Und befüllt. 2 Wochen vorher ungefähr, ne? Ja, und zwar am 13. Oktober. Ist nicht ganz 2 Wochen, also. Yes. Wir haben ja zügig. Befüllt haben wir es am 13. Oktober. Okay. 13.10.22. So, das sind jetzt Oktober, also November, Dezember, Januar, Februar, März, wir sehen es April, 6 Monate. Am 13. auf dem Geburtstag meiner Tochter. Und läuft. Genau, 6 Monate. Also ich finde das krass, was da jetzt schon für eine Action gelaufen ist innerhalb von weniger als sechs Minuten. Du musst aber auch ganz ehrlich jetzt dazu sagen, du hast minimalst Probleme gehabt bisher. Ja, keine. Was hatte ich denn? Nö, du hast mal gejammert, Hilfe, da kommen ein paar rote Flecken Cyanus. Ja, gut, das hat sich jetzt alles so in Grenzen gehalten. Ich möchte jetzt nicht. Also das finde nee, ich das auch ist, jammern. Das ist ganz, ganz hohes Niveau gerade. Also Fakt ist, er hat eigentlich keine Probleme gehabt. Und das hat so ein kleines bisschen damit zu tun, dass wir natürlich auch hingegangen sind und von vornherein versucht haben, tatsächlich die Nährstoffe da zu halten, wo sie hingehören. So, jetzt hat das mit dem Sand da drin jetzt tatsächlich nicht so funktioniert. Mittlerweile ist es ja auch mehr Mode geworden, den Sand da rauszuholen. Das Becken sieht ja ohne Sand ja auch ziemlich gut aus. Aber ist halt also auch Geschmackssache. Ist Geschmackssache, richtig. Aber Fakt ist, Sand bringt im Endeffekt wieder einen Faktor rein, der recht unberechenbar ist. Was ich gestern ja auch wiederum gemerkt habe, es schränkt dich dann aber wieder auch bei der Tierwahl. Du kannst keine Lippfische reinsetzen, keine Seenadeln oder ähnliches. Ja. Das sind alles Tiere, die gerne Sand haben. Ja, aber ich habe mir heute Morgen mal kurz das Video vom Easy kurz angeteasert, angeguckt. Ich habe nicht geguckt.
Der hat tatsächlich, ja, seitdem er jetzt den Sand mehr oder weniger fast raus hat, hat er auch fast keine Zierhaus mehr. Ja, also es ist tatsächlich ein großer Faktor. Es kommt vielleicht auch auf den Typ des Sands an. Ich habe bisher eigentlich, bis ich das Acrylbecken hatte, eigentlich immer Sand drin gehabt. Das hat funktioniert, aber es hat auch tatsächlich was mit dem Nährstoffgleichgewicht zu tun. So, und jetzt in dem Becken fahre ich ja mittlerweile einen Nitratwert, jederzeit von Gut und Böse. Ich glaube, ich bin bei 70 oder 80 mittlerweile wieder. Ja, aber es macht die Korallen nicht, so hast du es ja gesehen. Ja, man muss auch dazu sagen, um das mal nochmal auf Stinken faul zurückzuführen. Gut, ich habe jetzt, morgen habe ich wieder Tag zu messen. Mhm. Und ich messe aktuell tatsächlich nur einmal die Woche. Ja, das ist ja auch so im Endeffekt gewollt. Also, du sollst ja auch, nachdem das einmal einigermaßen dich eingespielt hat und man merkt, ich sage jetzt mal, wenn man jeden Tag misst, okay, der Level ist gleich, das, was ich jetzt dosiere, ist okay. Und die Optik vom Becken bleibt, also sprich das Polypenbild bleibt, die Korallen sind genauso weit offen. Das sind so alles so Faktoren, die man dann, ich sag mal, mit der Zeit ein Gefühl für kriegt. Ja, wenn man dann sieht, okay, da oben die Koralle sieht jetzt schlecht aus, warum? Ja, und dann geht man auf Ursachen vor. Wir hatten tatsächlich jetzt nur wertetechnisch einmal nur diesen Ausschlag vom Phosphat. Wo es extrem genau. Ja. Ja, aber nur weil der Fisch, also vermutlich. Ja. Da ist ein Fisch, da ist ein wie heißt es, Linksrunde? Schwertrunde. Die Wachtschwertrunde. Die ist leider hops gegangen. Ja, die hat sich aber auch im Becken nicht mehr wiederfinden lassen. Die wird mit höchster Wahrscheinlichkeit von irgendwem, der... Ist verwertet worden. Wir haben ja eine Putzergarnierung drin. Wir hatten bis heute Einsiedlerkrebse drin. Die nehme ich jetzt mit. Genau. Die Randalettis kommen jetzt raus. Ja. Ja, aber ansonsten läuft dieses Becken extrem stabil. Bitte, ich will nicht genau, Herr Nier. Ja, nee, also es ist tatsächlich so, dass es jetzt mit der Zeit, genauso wie ich ja auch gesagt habe, soll es halt mit der Zeit schauen, kannst die Abstände zwischen den entsprechenden Messpunkten vergrößern, wenn du der Meinung bist, ja, das ist immer noch das gleiche Ergebnis, das ist immer noch das gleiche Ergebnis, und dann kann man wirklich hingehen und sagen, okay, das sieht jetzt so aus, und dann kann ich eine Messung dann auch mal um 2-3 Tage verschieben, oder vielleicht dann auch, wenn es dann so wie jetzt ist bei dir, einmal die Woche. Reicht aus. Ich muss aber auch dazu bestehen, dass ich für mich festgelegt habe, so einmal die Woche reicht, aufgrund der Tatsache, dass es so gut dasteht. Also, das ist es. Ja, wenn wir jetzt tatsächlich sehen würden, dass irgendwelche Korallen klemmen, dann muss man natürlich gucken. Erstmal rausfinden, was passt. Ist Wasser genug, Nachfüllwasser da? Läuft der Abschäumer vernünftig? Ist der vielleicht übergekocht? So, und wenn man die Sachen dann ausgeschlossen hat, dann geht man ans Messen. Dann guckt man Salzgehalt, dann guckt man die entsprechenden Nährstoffe. Und kann man anfangen, die verschiedenen Sachen auszuschließen. Aber ich sag mal, wenn man das Becken jetzt eine Zeit lang aufgebaut hat und es läuft stabil, man hat ein vernünftiges Polypenbild, es sieht vernünftig aus, dann kriegt man langsam sicher das Gefühl dafür. Und genau da, das ist die Erfahrung, die dann mit der Zeit erst kommt. Ja, man kann nicht sagen, der Wert stimmt nicht, dann macht die Koralle zu. Nee, funktioniert nicht. Ja, wo Daniel eben auch fasziniert von war, sag ich jetzt mal, mit der Klarheit des Wassers. Ja, aber er hat mir gesagt, dass er konsequent über Watte filtert und alle 2 Tage hingeht, die Watte austauscht. Allein durch die Tatsache, ich habe das Nachfüllreservoir habe ich ja direkt auf dem Cups stehen. Wenn ich muss es ja so oder so rausholen. Ne? Dann fülle ich das nach und automatisch wechsle ich dann mit. Ja, alte Watte raus. Ja, natürlich. Wenn es aus dem Hosenwasser. Wasche ich raus. Mhm. Hast auch kein Problem damit, dass der Abschäumer in dem Moment überkocht oder so? Nein, ich mache das automatisch. Also je nachdem, was ich mache. Wenn du frische Watte anpackst, das meine ich. Nee, gar nicht. Also die wäschst du im Vorfeld aus? Ja, ja, klar. Mit Osmosewasser? Also ich schaffe einen kleinen weißen Eimer, da packe ich die Watte rein, Osmose rein, lasse die 5 Minuten da drin haben, dann spüle ich durch, ausbringen und ab da rein. Und kein Problem. Also, merken, vorher vernünftig auswaschen, weil ich bin auch ein ganz fauler Mensch im Vergleich zu dir dann, weil du tatsächlich alle 2 Tage dann die Watte austauschst. Ich weiß ja, in einem Atemzug kann ich es ja machen, wenn ich es nachkomme. Das ist keine Arbeit, genau. Na? Und es wäre für mich doppelte Arbeit, wenn ich jetzt hingehe,
ich mache jetzt nur das Wasser, dann mache ich nur die Katz. Also von daher, das macht keinen Sinn. Dann würde ich mir die Arbeit ja selber nochmal schwer machen. Ja, aber du bist zumindest alle zwei Tage dran. Jetzt ist die Frage dann, wenn du dann mal ein System bekommst, was selbstständig über eine ganze Woche laufen könnte, machst du das dann auch noch? Alle zwei Tage. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Nachfüllbehälter hast, beziehungsweise wenn wir jetzt mal schon weiter spinnen über ein neues Becken, ja, dann geht man ja auch hin und hat einen entsprechend großen Nachfüllbereich. Und du dann vielleicht noch einmal die Woche nachfüllen musst. Würdest du dann auch hingehen? Es kommt ja darauf, dass auf die Beckengröße dann am Ende des Tages an. Weil, ne, wenn wir jetzt von so einem Reservoir sprechen, dann wenn ich jetzt natürlich dann, weiß ich nicht, 20 Liter statt 10 Liter, ich habe ja nur einen 10 Liter Tank zum Nachfüllen. Das ist, ne? Ist halt der Kleine. Ne? Und dann weiß ich nicht. Und je nachdem. Da kommt! Alles gut, Dankeschön. Dann wäre natürlich auch weitaus mehr Platz dann da für eine Rollmatte. Für einen Fließer. Ja. Wo ich jetzt absolut sage, ist Quatsch, das Ding kostet auch wieder 500-600 Euro, wo ich sage, das gibt macht auch, gibt auch günstiger mittlerweile. Ja, aber in der Situation, wie es jetzt ist, macht es keinen Sinn. Nee, davon, dass das ist gar keinen Platz für da. Aber am Ende des Tages ist es jetzt gerade, das läuft wunderbar so wie es ist. Na, Daniel hat es mir zwar von Anfang an gesagt, oder eher dazu geraten, täglich zu wechseln. Zwei Tage geht auch, aber er geht ja auch hin und nimmt dann komplett neue Watte. Das heißt also, ja, ja. Ich bin dann der geizige Mensch. Ich habe mir einen Quadratmeter von Fließmatte geholt. Und wenn ich die mal brauche, dann wasche ich die aus. Oder habe die im Vorfeld ausgewaschen, habe sie dann ausgewaschen im Keller liegen. Aber da sind ja immer noch Bakterienkulturen drin, die dann im Endeffekt auch wieder durch die Matte durchgehen. Ja, gut, aber da die Bakterienansiedlung, die ich ja jetzt in dem Becken habe, das kommt nicht durch die Watte. Nein. Ja, und ich fahre zum Fressnapf, da bezahlst du 5 Euro für eine riesen Tüte Teichwolle. Mhm. Ja, funktioniert, ja. Funktioniert in dem Fall sehr gut. Also. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war wirklich lang. Ich glaube, wir machen da zwei Teile draus. Schauen wir mal, wie lang es wird. Wir haben jetzt auch schon seit, also offiziell 8 Wochen, wenn ich so nachdenke. Denn zu meinem Geburtstag ist mit dem Abschäumer das letzte Video. Genau. Gut, das sind jetzt 1,5 Monate. Aber wirklich effektiv ums Becken ging es sich jetzt schon seit 2,5 Jahren, schon vor Weihnachten das letzte Mal mit dem CP. Und ihr da draußen, schreibt mir mal bitte runter in die Kommentare, was wir noch zum Thema Meerwasser für Anfänger noch bringen sollen. Mal so jetzt einerseits auf die Serie, die wir jetzt mit insgesamt 11 Teilen mittlerweile am Laufen haben. Dann habe ich ja noch meinen Bereich kurz erklärt, wo auch sehr viel erklärt ist. Also ist auch eine Serie, die... Was war das eben, wo wir darüber gesprochen haben? Bitte? Kurz erklärt, was war oder was du da noch tun solltest? Kampfdentakel. Genau. Da muss ich auch noch an. Ja, wo wir nämlich dann eben für mich immer die Sorge hatten, ich brauche Platz. Ich kann die nicht so nah beieinander stellen, weil die sich ansonsten kriegen. Wir brauchen ein neues Becken. Ja. Wir waren eben gerade die Tür rein, hat meine Frau beigesagt. Und dann haben wir uns, glaube ich, erstmal die nächste halbe Stunde darüber unterhalten, was wir wie, wo für Möglichkeiten haben. Ja. Und Daniel hätte am liebsten, ich hätte hier einmal rundherum im Wohnzimmer. Nein, nicht ganz. Du kannst aber einen Bambusreihe halten. Ja. Einfach ist es. War ein Scherz. Ja, Litermäßig möchte ich mich halt wirklich limitieren auf 500 Liter. Ja, das ist auch eine gute, handelbare Größe. Also größer ist auch schön. Die Wand, wo es hin soll, würde eigentlich wesentlich mehr hergeben. Nee, aber also man muss es auch handeln können, das muss passen. Es muss vom Stromverbrauch her passen. Die Beleuchtung, die drüber kommt, muss passen. Ist die Frage, ob man dann vielleicht wechselt oder auch nicht. Ich hätte die Option, größentechnisch mit YouTube zu arbeiten. Theoretisch schon, ja. Aber wir halten einfach mal das Finanzielle einfach mal da fernab. Mir wäre es zu viel. Too much. Ist ja auch tatsächlich eine Hausnummer, das, was ich mir da hingestellt habe. Da muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, das sind ja auch Größenordnungen, die sind jenseits von gut und böse. Lass uns jetzt einfach nur mal von den Literzahlen sprechen. Nicht einfach von den Kosten, sondern einfach... Ja. Ja, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wir haben jetzt April. Genau, es ist noch jede Menge Zeit, kommt noch Urlaub dazwischen. Das heißt, die Becken müssen versorgt werden. Der Daniel macht stimmt, dann kann man auch mal ein Video zu machen, weil wir fliegen eine Woche in die Türkei. Dann bin ich hier mal ein auf zwei Tage vor Ort. Genau. Es ist jemand, der sowieso täglich nach der Katze guckt. Ne? Genau. Und ich bin dann mal ein oder zwei Tage und guck dann mal nach dem Becken, wie der Stand ist und alles so passt.
Also ich bin in der Überzeugung, in der aktuellen Situation wird das Becken stabil weiterlaufen. Ja. Füttern, Nachfüllwasser sollte meiner Meinung nach genau so sein. Und das ist das, was wir ja auch im Vorfeld vor dem Start gesagt haben. Wir fangen zu einem Zeitpunkt an, wo man dann dementsprechend die Zeit hat für den Aufbau der Biologie und festzustellen, passt das oder passt das nicht. Was auch interessant wäre, wo wir mal ein Video drüber machen, über die Preise, was das Becken jetzt kostet. Genau. Was das Becken gekostet hat bis jetzt zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich recht gut besetzt ist, mit allem drum und dran. Das wäre, glaube ich, auch mal eine ganz interessante Sache. Denke ich, werden wir auch mal einen Angriff nehmen. Weil es ist für mich einfach immer wichtig, weil wir von Anfang an gesagt haben, es werden grundsätzlich nicht alle Dinge neu gekauft. Das, was man gebraucht kaufen kann, kaufen wir gebraucht. Dann können wir nochmal einen Vergleich machen, was wir tatsächlich ausgegeben haben und was es neu kosten würde. Ja. Da werden wir mal drauf angehen. Das wird eine Zeit lang dauern, aber es wird kommen. Ja. Ich weiß nicht, den Besatz... Ja, kannst du, ist schwer zu schätzen. Pi mal Daumen hochrechnen. Ja, man kann, ich sag's mal, für einen Kopfbefehl ja im Laden 60 Euro ausgeben, du kannst ihn aber auch privat für einen Zehner kriegen. Ja, das, da ist dann wieder die Problematik, in welchem Bereich von Deutschland wohnt man, wie viele Leute sind in der Umgebung und ja, wie geldgeil sind sie. Also bei mir ist es grundsätzlich ja so, wenn ich Korallen abgebe, sind das humane Preise. Ja. Zumal ich aber ja auch gerade durch dich die Situation hatte, ich bin da ja in das Becken reingeschmissen worden und hatte einfach so von Anfang an eben die Beziehungen zu sämtlichen Leuten, die wir gerade in der Umgebung haben. Ja, wir hatten, ja, die Korallenmafia hat sich leider ein kleines bisschen aufgelöst hier in der Umgebung. Der eine hat ein, zwei Kinder gehabt, hat er jetzt nicht gehabt bekommen. Bestes Beispiel mit dem Daniel. Dankeschön, du wirst das mit Sicherheit auch noch sehen. Ne? Der wohnt hier 500 Meter weiter auf der Straße, von dem habe ich auch meine Stratung gekauft. Hm. Der hatte sich letzte Woche neu eingedeckt mit Korallen und hat als Woody eine Golden Torch mitgeschickt gekriegt, die er nicht im Becken haben wollte. Und dann hat er mich dann angeschrieben. Wer will keine Golden Torch in seinem Becken haben? Nein, egal. Ja, dann hat er gesagt, die kann er nicht im Becken gebrauchen, dann wüsste ich jetzt auch gerade akut nicht wohin damit. Hat er mich gefragt, ob ich die haben möchte. Dankeschön, wie gesagt, unentgeltlich. Ich habe schon dann abends direkt abgeholt und ja, das sind die Connection, die wir dann halt im Endeffekt hier in der Umgebung haben. Also wie gesagt, von Herzen nochmal Dankeschön. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt wirklich lang genug gequatscht. Ich schmeiße euch hier und da, habe ich glaube ich garantiert auch noch Bilder dazwischen geschmissen. Das nächste, was wir angehen werden, ist dann mal die Kostenaufstellung, würde ich sagen. Und wir wollten auch mal Stromkosten gucken. Also mit der alten Angel lag ich bei 4,5 kW am Tag. Hm. Also aktuell bin ich, wenn ich mit 4 kW rechne oder irgendwo zwischen 4 und 4,5 pauschal stromkostentechnisch bei 30 Euro. Das habe ich immer die Tage mal bei meinen. Das aktuell. Ist noch handelbar. Ja, und je größer die Becken werden, desto mehr exponentiell geht es natürlich nach oben. Wobei jetzt mit der neuen Stratum, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe 1800 Kilowattstunden eingespart im Jahr. Durch da den kann Umbau. Ich jetzt nichts zu sagen. Nee, ich hatte vorher. Du darfst doch nicht vergessen, ich habe. Möglicherweise ja kurz bevor diese Explosion kam, habe ich ja den Strom gewechselt und laufe aktuell bei 24 Cent. Oder? Glücklicher. Ich bin bei 31,7 Cent und mein Anbieter hat momentan auch nichts Günstigeres in der Wahl. Die kaufen günstiger ein, aber verkaufen trotzdem. Das ist immer noch günstig mit Menschen. Ja. Ja. Also ich hätte jetzt noch bis November diesen Tarif, aber es momentan zeichnet sich ja ab, dass es erstmal so bleibt. Wenn die Preise wieder weiter ansteigen, dann... Ja, im Oktober ist es bei mir dann auch so. Da ist der Vertrag ausgelaufen und dann muss ich dann auch umswitchen. Ja. Ich denke, selbst wenn wir bei 50 Euro liegen im Monat, ist das immer noch in Ordnung. Dann ist es handelbar, ja. Das Geld muss man überhaben und man muss auch tatsächlich jetzt nicht nur das Geld für die monatlichen Kosten haben, man muss auch das Geld haben, wenn tatsächlich was passiert. Ja. Dass man eingreifen kann. Weil manchmal kommt es wirklich eine Situation, wo man sagen muss, okay, jetzt muss sofort was passieren. Muss sofort irgendwelche Sachen kaufen haben. Ja. Ich denke im Groben und Ganzen, also ich kann mich sowieso nicht beschweren. Nee, bei dir. Wie gesagt, also es gibt nur eine Sache. Ganz hohem Niveau. Ja, nee, also es gibt nur eine Sache, wo ich wirklich. Ja, da hat mich. Das Erste, was mich triggert, ist wirklich von Anfang an die Tatsache mit dem Sauberhalten von den Becken. Ne, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, es funktioniert nicht. Du kannst das.
Da gibt es ja, noch andere Leute, die so sehr große Firmen haben und so Becken-Cleanheiten. Ich kann es mir nicht vorstellen. Daniel sagt, es funktioniert, es gibt Techniken. Ja, dann sind aber auch die Nährstoffwerte extrem weit unten. Dann fährt man auf eine, in einem Bereich, der tatsächlich gefährlich werden kann für die Tiere und für einen selber auch, sobald du Schwankungen hast. Wir fahren ja jetzt hier in einem Bereich, was war da Phosphat drin? 0,06? Ja, der schwankt zwischen 0,04 und 0,06. So, das ist eigentlich schon für mich ein Bereich, der schon fast zu niedrig ist. Mhm. Ich fahre mein Becken zwischen 0,08 und 0,12. Am Phosphat. Also schön weit im oberen Bereich. Klar, dass da im Endeffekt die Algen hingehen und sagen, lecker. Ja, hat aber auch den Vorteil, man hat den Puffer. Wenn jetzt tatsächlich mal ein Phosphatsturz kommt, aus welchem Grund auch immer, gehen mir die Korallen nicht direkt ein. Und nur hinzugehen und zu sagen, ich fahre meine Werte so niedrig an der Grenze, damit ich nicht so auf die Scheiben putzen muss, ist für mich zu gefährlich. Ist für mich tatsächlich zu gefährlich. Nee, wie eben schon gesagt, ist man ja eben gerade eben YouTube. Ne? Das ist das ja, wo du dich als allererstes mit auseinandersetzt. Aber es ist, ja. Du hast halt diese Meerwasser-Aquaristik, hast du nicht an jeder Ecke, wie eben normales Süßwasser. So, und du siehst im Internet immer nur dieses ganz extrem cleaner. Ne? Letzte Video von mir war ja das gleiche Spiel, ja. Aber ich habe zumindest dazu gesagt, ich habe sauber gemacht. Zwei Tage vorher. Einen Tag. Wo ich dann eben das Problem habe, dass ich am liebsten jeden Tag putzen würde. Weil ich das Gefühl habe. Weil man das Gefühl vermittelt kriegt, es ist. Doch, sie dreckig. Ja. Ja. Es ist nun mal so. Und das ist ganz schwer, ich versuche das irgendwie zu verinnerlichen, aber es triggert mich dann auch. Wenn ich dann morgens aufstehe, so, okay, sieht alles toll aus, weil Licht ist aus. Und dann siehst du auf einmal über die Kackwürste. Oder hast dann eben da wieder Dreck und hier. Und dann machst du dir dann am besten am Tag, wo du frei hast, dann geht dann das Licht an, du siehst den Dreck, machst den Fernsehen an und siehst wieder richtig geil nach, alles sauber und ordentlich. Ganz schlimm, also für mich persönlich. Ja, aber ich muss dir eben auch verinnerlichen, es ist nicht. Es ist einfach eine Illusion, die dir. Das Becken so hundertprozentig clean zu halten, das ist eine Momentaufnahme tatsächlich. Ja. Und eine Momentaufnahme, die natürlich für die breite Masse tatsächlich auch bei mir hier und da weitergegeben wird, wenn ich meine Videos mache, tatsächlich, ja. Aber es kommt teilweise auch nicht ganz so rüber. Ich habe es teilweise auch gehabt, ich habe schon Videos für das Tagebuch und Ähnliches gemacht, da habe ich den Boden nicht sauber gemacht, guck aufs Video und dann siehst du nicht, dass da so viel Dreck drauf ist. Ja, es kommt teilweise im Video auch nicht so hundertprozentig rüber. Und die Katze sitzt vor dem Aquarium, jetzt wird es gleich interessant. Nein. Ja. Das war der Aquarien-Talk als Update, würde ich mal sagen. Und ich denke, dass dann. Ja, gut, man muss auch dazu sagen, wir haben dadurch, dass du aus deiner Schicht raus bist. Ja, das war der Luxus, den wir beide immer hatten, weil dann ja immer früh und was ist, Tagschicht und Nachtschicht. Genau. Ne? Das hat Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt gut funktioniert, wo wir eingestiegen sind. Weil ich auch früh, spät und Nacht habe. Ja. So hatten wir immer. Jetzt habe ich dieses Schichtsystem nicht mehr. Jetzt bin ich wieder ein normaler Kampffahrer, der von morgens bis abends fährt. Und somit, ja. Das hat halt bei uns immer ganz geil gepasst, dadurch, dass wenn ich dann zum Beispiel Nachtschicht hatte, hatten wir zusammen. Und wenn er dann auch Nachtschicht hatte, seine Nachtschichtwoche, dass wir den ganzen Tag über Zeit hatten, irgendwas zu drehen. Und dadurch, dass du eben da raus bist, sind wir da zeittechnisch jetzt auf jeden Fall super. Ist schon wieder sehr karaphob. Ja, natürlich. Nein, weil. Es gibt natürlich mit Sicherheit Parteien, die deinen Kanal verfolgen. Und ich möchte auch nicht, dass es dann nämlich nachher heißt, so, okay, oh, da kommt mit dem Sebastian nichts, wenn ich das nicht verkracht habe. Klar, haben wir uns verkracht. Wir hauen uns jeden Tag in die Fresse. Also, verbal. Ne, aber es gibt Leute, die sich darauf irgendwie vielleicht auch eingeladen. Es wurde schon nachgefragt, das ist richtig. Es wird jetzt auch Zeit, dass dieser Teil jetzt abgedreht und rauskommt, damit wir wieder ein Update haben. Und wir versuchen es. Regelmäßiger jetzt noch das was. Eben kurz zur Erklärung, warum es dann jetzt eben genau. Etwas schwieriger ist. Ich bin schuld. Schwein. Okay, Leute. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das hier, das Update und der kleine Aquarien-Talk, den wir hier gehalten haben, gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, was auch immer. Wahrscheinlich wieder mal was von mir und meinem Becken. Oder es gab so jetzt ja genug. Ja, es kommt jetzt demnächst. Echt?
Ja, ja, du kommst dann auch um 23.59 Uhr. Ich habe auch Mühle. Also gleich Auftrag nochmal gucken. Also, in diesem Sinne, schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Update jetzt hier gesehen habt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir zählen auf euch, Sebastian, Daniel. Ciao. Ciao.